Hallo und herzlich willkommen. Alle Lernende erreichen. Bedienungshilfen am iPad. Dies ist Video 1, Teil 1 einer neuen Serie. Eine neue Challenge für mich, weil ich im Monat August mir jeden Tag die Bedienungshilfen am iPad genauer anschauen möchte, mit dem Ziel, meiner Klasse, die Schülerinnen und Schüler, die ich begegne, bestmöglich zu unterstützen. Und das mache ich in Zusammenarbeit nach einer Idee von Laura George. In diesem Video werde ich zeigen, warum die Bedienungshilfen nützlich sind, was damit gemeint ist und wie sie zu aktivieren sind. Wir wissen, dass nicht alle Menschen gleich sind. Jeder lernt anders. Manche benötigen zusätzliche Unterstützung. Wir möchten als Lehrenden niemanden ausgrenzen. Wir möchten differenzieren und wir möchten, wenn möglich, jeden erreichen. Und das können wir mit dem iPad, weil sie integrierte Features zur Kommunikation, die das Lernen unterstützen, hat. Wenn die Einstellungen angepasst sind, können Menschen mit Einschränkungen in diesen Bereichen Sehvermögen, Mobilität, Hörvermögen oder Lesen, Lernen, Schreiben unterstützt werden. Und hier sind nur einige der Features oder Funktionen, die das iPad hat. In den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen werden wir die genauer anschauen. Zunächst möchten wir die Einstellungen aktivieren. Daher gehen wir zu Einstellungen am iPad. Wir scrollen runter, bis wir zu den Bedienungshilfen kommen. Dann können wir die Bedienungshilfen genauer ansehen und wir können die einzelnen Elemente aktivieren und anpassen. Hier zum Beispiel wähle ich die Funktion Sprachsteuerung aus und aktiviere sie. Wenn Sie mehr wissen möchten, besuchen Sie die Webseite apple.com Accessibility online. Vielen Dank!